Schaf Nummer 1. Das Schaf Nummer 2. Da hinten rechts liegt das Schaf Nummer 3. Da vorne links das Schaf Nummer 4. Und da ganz hinten das Schaf Nummer 5. Tot. Klarer Kehlbiss. Gefressen. Nichts. Nur getötet. Das ist der zweite Wolfsangriff jetzt hier. Wie soll das weitergehen? Es ist zum Kotzen. 7 tote Tiere. Wut, Trauer und Verzweiflung. Schäfer Christian Lohmeier ist am Ende. Seit 100 Jahren hat seine Familie Schafe. Nun gibt er Teile seiner Herde auf. Seit der Wolf sich immer schneller ausbreitet, sind Landwirte wie er hier in Ostfriesland unter Dauerdruck und fühlen sich alleingelassen. Ja, ich wundere mich, dass das auch von der Politik so locker hingenommen wird. Denn in diesem Fall weiß ich ja, dass der Wolf jetzt hier auf dieser Seite gelernt hat, Schafe zu reißen in unmittelbarer Nähe. Ich kann also darauf warten, dass das passiert. Und hier in der Weser ist es mir verboten, einen Zaun zu ziehen entlang der Weserlinie. Das verbietet das Wasserstraßengesetz. Und Schafe werden nun mal gebraucht, argumentiert Christian. Denn sie verfestigen die schützenden Deiche und halten aber auch das Gras kurz, was mit Maschinen nicht zu schaffen sei. Umso unverständlicher für ihn, alles dem Wolf unterzuordnen. Das eine ist die Frage immer, ob man uns den Schaden ersetzt, wenn der Wolf die Tiere reißt. Aber die entscheidende Frage für mich ist ja, wie kann ich verhindern, dass meine Tiere zerfetzt oder eben ertrunken im Wasser liegen? Eine rhetorische Frage, deren Antwort für den Schäfer auf der Hand liegt. Angesichts der ständig steigenden Zahl an Wölfen auf seinen Weiden und des Leidens seiner Tiere, das er mit ertragen muss. Ein landesweites Problem nicht nur für Schäfer, sondern für Kuhbauern wie Henning auch in Hoya an der Weser bei Bremen. Er hält die im Raum stehende komplette Umzäunung seiner Weiden zum Schutz vor Wölfen für absurd. Mit einer klaren Begründung. Biomilchprodukte müssen naturnah produziert werden. Auf begrenzten Flächen aber würde die natürliche Nahrung für die Kühe nicht ausreichen. Und? In begrenztem Maße sind Weideschutzzäune sicherlich sinnvoll. Für die kleinen Tiere wird es so sein, aber wir müssen auch an einer anderen Sache arbeiten. Wenn wir zu viele Wölfe haben und die Tiere sind alle eingezäunt, gehen sie, wie hier schon in der Gegend, in Offenstelle, in Ställe rein und werden sich die Nahrung dann in den Ställen besorgen. Zäune sind gut, aber auch nicht das Allheilmittel. Also Wölfe doch zum Abschuss freigeben? Der Bürgermeister der Gemeinde sieht sich in einer Zwickmühle, denn er ist gefordert, etwas zu ändern. Dafür aber müsste er auf Konfrontation mit höherrangigen Kollegen in der Politik gehen. Letztlich ist es so, dass die Situation, so wie sie sich jetzt darstellt, von der Politik, insbesondere von der Landes-, Bundes-, aber auch der Europapolitik gelöst werden müssen. Es muss einfach möglich sein, ein friedliches Zusammenleben zwischen Wolf und Mensch und damit auch den Tierhaltungen zu gewährleisten. Dafür bedarf es politische Beschlüsse, aber auch die ein oder andere Entscheidung, auch das gehört zur Wahrheit dazu, den ein oder anderen Wolf zu entnehmen. Und entnehmen, das ist die galante Formulierung für töten. Denn das erscheint Landwirten wie Christian als die einzige Möglichkeit, das Töten ihrer eigenen Tiere zu verhindern. Auf unsere Frage nach aktuell geplanten Maßnahmen, um den Bürgern zu helfen, antwortet das zuständige Ministerium: Das System dient nicht nur der flächendeckenden Etablierung von Herdenschutzmaßnahmen und dem anteiligen finanziellen Schadensausgleich, sondern soll letztlich die Akzeptanz von Wölfen in der Gesellschaft fördern. Wahllos Wölfe zu erlegen, um einer möglichen Überpopulation vorzubeugen, kommt für uns nicht in Frage. Ganz abgesehen davon, dass das rechtlich sogar verboten und als Straftat zu werten ist, übrigens auch nach EU-Recht. Keine Bereitschaft, etwas Konkretes gegen die stark ansteigende Zahl von Wölfen und damit gegen die ständig wachsende Gefahr für Nutztiere zu unternehmen, kritisiert Christian. Und immer wieder kämen von dort Vorschläge, wie die Landwirte eine friedliche Koexistenz von Weidetieren und Wolfspopulationen herbeiführen könnten. Diese Vorschläge sind an Absurdität teilweise nicht zu überbieten. Ich war selbst ja auch Wolfsberater und was hat man uns nicht alles gesagt? Mit einer Arroganz kann ich Ihnen sagen, wir sollen uns Lamas anschaffen, wir sollen uns Esel anschaffen, wir sollen nur 90 cm hohe Zäune, da sprenge der Wolf nicht rüber, der buddelt nur. Esel und Lamas wird sich Christian nicht anstelle seiner Schafe anschaffen. Denn für die Trennung von ihnen gibt es keinen Ersatz. Und ihre weitere Haltung will er nicht mehr verantworten. Denn ohne Freigabe zum sogenannten Entnehmen von Wölfen sind die nächsten toten Schafe nur eine Frage der Zeit.